Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Fenster.com, die Nummer 1 für Fenster und Türen online. Ja, Audi, ich habe es gerade schon angesprochen, hat heute Morgen bekannt gegeben, eben bei der Sauber Group einzusteigen. Da gab es eine offizielle Pressemitteilung, die wir uns auch mal anschauen können. Hat man ja auch groß mitgeteilt bzw. vermeldet. Ab 2026 wird man auch Anteile des Teams übernehmen. Eben das Team, das ja derzeit noch unter dem Namen Alfa Romeo antritt. Und die Kooperation mit Alfa Romeo endet ja nach der Saison 2023. Wir gucken mal, was der Audi-Vorstand für technische Entwicklung Oliver Hoffmann gesagt hat, das war folgendes: Wir freuen uns, für unser ambitioniertes Formel-1-Projekt einen derart erfahrenen und kompetenten Partner gewonnen zu haben. Wir kennen die Sauber Group mit ihrem hochmodernen Standort und erfahrenem Team schon von früheren Kooperationen und sind überzeugt, dass wir gemeinsam ein starkes Team bilden werden. Und auch Frédéric Vasseur, mit dem ich ja letzte Woche gesprochen habe, wo ich mir heute Morgen noch gedacht habe, hätte ich bloß eine Woche später mit ihm gesprochen, dann hätten wir auch darüber mal sprechen können. Er hat nämlich Folgendes gesagt: Offizielles Werksteam von Audi zu werden, ist nicht nur eine Ehre und eine große Verantwortung, es ist die beste Option für die Zukunft und wir sind fest davon überzeugt, dass wir Audi helfen können, die Ziele zu erreichen, die sie sich für ihren Weg in die Formel 1 gesetzt haben. Ralf, das ist ja ein offenes Geheimnis gewesen, dass Sauber bzw. dass Audi da Interesse an Sauber hat. Für dich auch keine Überraschung gewesen heute, die Nachricht, oder? Nein, ich wusste ja, dass sie es in der nächsten Zeit, also spätestens bis Ende des Jahres, bekannt geben werden. Und nee, war jetzt keine Überraschung. Ob das jetzt heute war, morgen oder in einer Woche, ist eigentlich egal. Also, dass sie es machen werden, das stand schon lange fest. Ja, und 2026, offiziell heißt es ja 2026, aber rechnest du persönlich damit, dass das schon 2024 der Fall sein könnte? Sagen wir mal so, ich kenne ja unsere deutschen Konzerne, als BMW bei Williams eingestiegen ist und dann bei Sauber, also zumindest die Kooperation mit Williams, wollten die ja auch sofort das Sagen haben. Das heißt, zum erstmöglichen Vertragszeitpunkt wurden da Maßnahmen ergriffen, dass man nicht nur, damals hat man gesagt, den Motor hinten an der Garage abstellt und dann baut das Team den ein, sondern man wollte aktiv gestalten und das will Audi auch. Deshalb befürchte ich, dass Herr Vasseur jetzt keine große Zukunft mehr hat bei Audi. Die werden versuchen, ihren eigenen Mann zu positionieren. Und zwar so zum frühestmöglichen Zeitpunkt, und ich vermute, das ist 2024. In dem Moment, wo der Deal in trockenen Tüchern ist und du die Mehrheit die Mehrheit hast, dann kannst du da auch aktiv werden. Deshalb 2026 ist ja nette Zahl, aber die werden nicht erst 2026 anfangen, da aktiv zu gestalten, wenn sie da gleichzeitig schon Erfolg haben werden. Das wird früher passieren. Jetzt ist ja eigentlich Audi auch dafür bekannt, dass man jetzt ja eigentlich ja recht schnell, recht erfolgreich sein möchte. Mit einem eigenen Motor soll es dann ab 2026 losgehen. Glaubst du, dass das, wenn man 2024 einsteigt oder loslegt vielmehr, dass man von Anhieb schon irgendwo auch vorne mitfahren kann oder zumindest mal zum Teil erfolgreich sein kann? Also ich muss noch was ergänzen. Also sie haben ja jetzt schon Stellenbeschreibungen für alle möglichen Leute und Ingenieure in ihrem Formel-1-Portal laufen. Und da gibt es Beschreibungen, die haben auch mit Fahrzeugdynamik und Auto zu tun. Das zeigt ja, was sie wirklich vorhaben. Und ja, die wollen gleich erfolgreich sein, was auch immer das heißt. Die wollen um Podiums mitfahren, um Siege gleich. Das, wer den Herrn Duesmann in Spa erlebt hat, wie er da aufgetreten ist, also der macht keine Gefangene. Alles andere als nicht konkurrenzfähig zu sein, 2026 würde er wahrscheinlich als persönliche Beleidigung empfinden und würde er gar nicht lustig finden. Und ich denke, er strahlt Optimismus aus, aber auch die Power nach unten, dass man das jetzt gefälligst umzusetzen hat. Es war auch viel zu aggressiv, was sie dann in den sozialen Medien gegen Mercedes, also auch zum Teil lustig, geschrieben haben, beispielsweise die Warnsterne, frei übersetzt sind jetzt die vier Ringe und haben nochmal betont, dass der Audi-Motor ja der einzige ist, seit BMW-Zeiten, der auch in Deutschland gemacht wird. Das war auch eine Spitze Richtung Mercedes, die ja ihren Motor in England, den Brixworth, machen lassen. Also das zeigt ja, wie die ticken, wie offensiv die da rangehen und welche Zielvorgaben die sie selbst gestellt haben.
Was bedeutet allgemein der Einstieg von Audi in die Formel 1, konkret insgesamt für die Formel 1? Wird das die Formel 1 nochmal so ein bisschen grundlegend verändern auch? Ich denke schon, denn Audi will ja nicht nur Erfolg haben, sondern wenn ich sage, aktiv mitgestalten, wollen sie ja auch bei der ganzen Serie mitmischen und Einfluss haben. Das heißt, die werden nicht zu allem Ja und Amen sagen. Die haben schon im Vorfeld bei den Verhandlungen meiner Meinung nach gesagt, was sie so wollen, was sie sich vorstellen. Sie haben auch das Reglement, das neue Motorreglement zum großen Teil durchgedrückt. Das war eine der Bedingungen, dass sie überhaupt einsteigen. Also da ist der rote Teppich schon ausgerollt. Und den wollen sie natürlich auch begehen, ja. Aber umso überraschender ist es dann auch gerade, warum sich Porsche erstmal gegen den Formel-1-Einstieg entschieden hat. Zwar gibt es jetzt Gerüchte, dass das 2027 eventuell sein könnte, aber warum hat man es nicht für 2026 gemacht, quasi mit doppelter VW-Power? Ich denke, das war so ein bisschen Kain und Abel, Bruder- oder Schwesterkampf im Konzern. Audi hat Porsche zu ziemlich vor vollendete Tatsachen gestellt. Jeder hat ja vorher erwartet, Porsche sind die Ersten, die es bekannt geben, und zwar mit Red Bull zusammen. Und plötzlich ist alles ganz anders. Plötzlich kommt Audi praktisch aus der Deckung raus wie nichts und gibt den Einstieg bekannt. Und sagt dann auch noch, also Duesmann sagt ja auch noch, ohne dass man ihn gefragt hat, ja, wir machen das auch anders als Porsche. Wir werden ja auch einen Motor bauen und wir werden mit einem anderen Team zusammengehen als Porsche. Also er hat die wirklich vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich habe auch gehört, das kam im Konzern gar nicht so gut an. Aber dadurch war Porsche total unter Druck. Und ja, dann sind die Verhandlungen mit Red Bull gescheitert, aus vielen Gründen. Und jetzt stehen sie halt da und müssen überlegen, was ist zu tun. Machen wir Formel 1? In welcher Form machen wir Formel 1? Macht das überhaupt Sinn für uns noch? Und ich denke, die sind immer noch in der Überlegungsphase. Also da ist noch nichts entschieden. Glaubst du dann, dass man dann 2027 einsteigen wird? Ist das eher so die Perspektive? Ja, ich habe in der Formel 1 gelernt, dass Zahlen eigentlich mit Vorsicht zu genießen sind. Ich weiß, es gibt Berichte, es gibt eine Einschreibeklausel, die hätten sie verpasst. Aber wenn Porsche wirklich kommen will, dann gibt es nur Leute, die sagen, okay, komm, dann kommt halt, und was interessiert uns das Geschwätz oder die Regeln von gestern, dann seid ihr auch 2026 dabei, wenn ihr wollt. Also da habe ich jetzt keine Bedenken, dass man da eine Lösung finden würde, wenn. Aber würde dann nicht gerade ein Team wie Mercedes in Persona Toto Wolff dann auf die Barrikaden gehen, wenn man dann quasi oder wäre dann nicht die Argumentation, die Toto Wolff zum Beispiel bringen könnte, ja, die offizielle Einschreibefrist war der 15. Oktober, die Zeit ist verstrichen und das wollen wir nicht. Weil es wird natürlich auch gerade im Kampf der deutschen Automarken, glaube ich, wäre Mercedes nicht gerade ganz so happy, wenn auch noch Porsche dazu käme, oder? Ja, das wird er bestimmt vorbringen und da freue ich mich auch schon drauf. Er muss es auch machen aus seiner Sicht. Ich sage nur nicht mal aus Mercedes-Sicht, denn man darf ja eins nicht vergessen, Toto Wolff ist kein Mercedes-Mann mehr, er ist Partner des Konzerns. Er hat Anteile am Team, aber er ist kein Mercedes-Angestellter mehr und handelt eigentlich mehr oder genauso im eigenen Interesse oder noch mehr im eigenen Interesse als im Interesse des Sterns, sage ich mal. Er wird da alles vorbringen, um seinen Vorteil zu haben oder gegebenenfalls keinen Nachteil. Aber in der Formel 1 im Moment alles Lobbyarbeit. So wie das können wir nachher nochmal diskutieren, so wie das mit dem Budget Cap jetzt passiert ist, mit der ganzen Diskussion. Da wurde auch Lobbyarbeit vorher betrieben und Audi, wie gesagt, hat Lobbyarbeit betrieben. Porsche hat schon vorher Lobbyarbeit betrieben bei der FIA. Die waren nämlich auch beteiligt am neuen Motorreglement. Das heißt, das wird dann so ein bisschen Interessenskonflikt. Und ich denke, am Ende wird irgendeiner nachgeben im Sinne der Formel 1. Oder beziehungsweise, ich glaube schon, dass man Porsche, wenn ein bisschen gemotzt wurde, dann trotzdem den Teppich auch auslegt. Aber wie gesagt, soweit ist nicht. Das muss Porsche ja erstmal selbst entscheiden. Im Moment ist es nur Audi, die Formel 1 machen im Konzern, und das muss man einfach so akzeptieren. Wir haben eine WhatsApp-Nachricht bekommen, da heißt es von Michael, Alfa hat ja schon angekündigt, dass sie nur noch 2023 Namensgeber sind. Somit wird Audi mit großer Wahrscheinlichkeit 2024 schon das Sagen haben. Ich denke auch, dass Schumacher dorthin gehen wird. Grüße an Ralf und sein Team, Bianca Galloff und Michael Zeidler an dieser Stelle.
kam da rein. Ja, die Thematik um Mick Schumacher, dazu kommen wir natürlich auch gleich, weil das ja auch so die Fragestellung ist, ob das eine neue Chance für ihn sein könnte. Jetzt ist es ja so, auch gerade die Formel 1 hat ja in Deutschland, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, keinen allzu großen Stellenwert mehr. So die Local Heroes, die haben wir eigentlich nicht mehr. Muss man ja auch ehrlich sein, Sebastian Vettel, der am Ende des Jahres ja abtritt. Ich weiß, ihr habt bei Formel 1 Insider das Thema aufgegriffen oder die Frage gestellt, ob Sebastian Vettel da auch ein Kandidat für sein könnte. Aber mal nach Stand jetzt, wenn Mick nächstes Jahr nicht in der Formel 1 sein würde, hätten wir, glaube ich, nach 1991, wenn ich richtig liege, zum ersten Mal wieder eine Formel 1 ohne deutschen Piloten. Die Formel 1 in Deutschland ab 2023 wohl gar nicht mehr im Free-TV, also auch keine vier Rennen, die es mehr geben soll, weil ich glaube, Sky sei ja dann auch nicht mehr verpflichtet, vier Rennen ins Free-TV abzugeben. Oder das ist aber noch ganz, ganz offen. Und wir haben auch kein Deutschland-Rennen schon seit ein paar Jahren. Glaubst du, dass das mit Audis Einstieg sich diese ganze Thematik, also die Kombination Formel 1 und Deutschland, verändern kann, dass das ein bisschen mehr Bewegung auch in den deutschen Markt reinbringt, dass man wieder mal in ein paar Jahren ein deutsches Rennen hat in Hockenheim oder am Nürburgring und dass einfach auch der Stellenwert wieder mal ein anderer sein wird? Also das Interesse steigt zumindest in Ingolstadt und in Neckarsulm, wo Audi halt seine Fabriken hat und viele Mitarbeiter, das sicher. Aber ich glaube nicht, dass der reine Einstieg von Audi jetzt diese Hardcore-Formel-1-Fans irgendwie überzeugen kann. Denn am Ende ist es ja so, dass sich die Kids, also die Autoverkäufer von morgen, sicher keinen Motor ins Kinderzimmer oder ins Zimmer hängen, sondern eher ihre Heroes, also in dem Fall Fahrer. Und das, glaube ich, weiß Audi auch. Wenn sie wirklich die Leute von der Zukunft erreichen wollen, dann brauchen sie auch, ich sag mal, die fleischgewordenen Instrumente dafür. Das sind nun mal die Stars und die Stars sind die Fahrer. Deshalb hat der Herr Duesmann schon gesagt, er will schon einen deutschen Fahrer auch haben. Und da muss man nicht lange nachdenken, um wen es sich da handeln könnte. Denn außer Mick Schumacher ist ja im Moment weit und breit keiner zu sehen, der den Audi da noch meinen könnte. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.